Ich bin da nicht so der Fan von aus dem Töpfchen essen. Und es ist ein Ticken umständlich für mich. Haben die Hauptspeisen die Anreise denn gut überstanden? Wie hat dein Steak den Fußmarsch verkraftet, Miguel? Mein Ribeye ist sehr saftig, zart und auf den Punkt gegart. Es war inhaltlich, aromatisch, geschmacklich durchaus zufriedenstellend. Und es war auch so reif, dass die Textur keine Probleme bereitet. Es ging, zerging auf der Zunge. Mein Kartoffelgratin ist sehr schön präsentiert und geschmacklich abgestimmt. Der Topf schaut aus, dass er an den Rändern die nötige Bräunung und Karamellisierung hat, die man am Gratin geschätzt. Genauso soll es sein. Schön, wie Miguel übers Essen redet, die richtige Karamellisierung des Gratins. Und er winkt es durch. Ich glaube, der ist happy. Das Achterbahnrestaurant wirbt mit galaktischer Weltraumatmosphäre. Auf welchem Planeten bist du geschmacklich gelandet, Bernd? Der Lachs könnte ein bisschen mehr Würze vertragen in meinen Augen. Aber angenehm, saftig, ja, kann man wirklich gut essen. Was mir beim Lachs nicht so gefallen hat, ich hatte das Tran oder das graue Rückenfett im Prinzip mit dabei. Und die ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man die rausschneiden kann, weil das beeinträchtigt immer so ein bisschen den Geschmack. Die Nudeln, das ist so an der Grenze. Das ist noch okay, weicher sollten sie wirklich nicht sein. Aber mich stört der Geschmack, wo ich mir so ein bisschen mehr wünschen würde. Und es stand noch dabei, die Kirschtomaten und Frühlingslauch. Die Kirschtomaten haben ganz gefehlt und der Frühlingslauch, ja, wenn der mit draufsteht, da hätte ich mir mehr erwartet oder mehr Lauch erwartet. Okay, also einmal happy und einmal enttäuscht, kann man sagen, ne? Anita und Andi beamen sich für ihr Urteil direkt in die Küche. Man sollte es sicher. Ich glaube, die bringen Topf mit. Nein, nein, bitte nein. Da sind wir da. Hallo. Wir wollten euch zwei kurz mal Gesellschaft leisten. Ja, habt ihr gern. Okay, ja. Das Einzigste. Ja. Was ich nicht schön finde, ist, ihr macht diese Sprossen drauf. Macht es bitte nicht. Die ätherischen Öle versauen den Geschmack von dem wunderschönen Gericht. Weniger ja? ist mehr. Rico, weniger ist mehr. Ja, ansonsten war es sensationell. War's sehr gut. Dankeschön. Super, klasse. Komisch, wenn ich jetzt so ein bisschen von meinem inneren Auge zurückspule, habe ich das doch, glaube ich, auch dem Christian mit auf den Weg gegeben, oder? In dem dekorativen Bereich könnt ihr vielleicht ein bisschen was weglassen. Weniger ist da in diesem Fall wirklich mehr. Also ich glaube, dass mein Feedback, dass er sich das schon zu Herzen nimmt und dass er die Sprossen halt dann einfach weglässt in Zukunft. Mein Schnitzel war sehr gut, also wirklich, hat mir sehr gut geschmeckt. Einzige, was ist, die Pommes waren nicht knusprig. Also ich finde, mit den Pommes hat Anita total recht, die sind zu weich. Das finde ich nicht gut, Rico, da müssen wir irgendwas tun. Wir diskutieren schon so lange drüber, wir sollten das besser machen. Chef sagt. Ich würde vielleicht überlegen, ob man nicht doch noch einen Topf mehr nehmen sollte und Pommes separat von dem Schnitzel zusammenschicken sollte. Grüne Bohnen waren geschmacklich gut. Ich denke, die waren ein bisschen zu weich. Also zu weit gekocht wahrscheinlich. Das ist Gemüse, was von Haus aus sehr weich kocht, damit auch die Oma mit 90 Jahren einfach die Bohnen essen kann, ohne dass sie gleich die Zähne wackeln und so. Also wir müssen da so einen Spagat machen. Ist schwierig, aber wenn sie geschmacklich gut waren. Geschmacklich waren die gut. Was gut gemacht. Also der Christian natürlich, der versucht natürlich jetzt so ein, zwei Kurven auf seine Achterbahn noch mitzunehmen. Und Rico, glaube ich, hat keinen Bock mehr, weil der kriegt die ganze Zeit für irgendwas auf die 12, für was der gar nichts kann. Also ich hätte diese Frische und die Qualität in einer Systemgastronomie so nicht erwartet. Ich auch nicht. Genau. Kann Küchenchef Rico nur herzhaft oder auch süß? Bernd prüft das. Hi. Hey. Servus. Hi, Rico. Na, grüß dich. Schön, dass du immer noch da bist. Ja. Und immer noch fleißig. Ja, immer. Sehr gut. Darf ich dir wieder über die Schulter schauen hier? Ja, unbedingt. Ich würde einfach sagen, wir machen mal zusammen eine Kernfusion. Eure Namen finde ich, ich hammergeil. Das ist eine Zartbitterkonfitüre, die hat 40% Schokoanteil. Besonders für die Patisserie ist die wunderbar geeignet. Reicht voll hin, ja. Für einen Schokoladenkuchen. Ich persönlich bevorzuge eine Schokolade mit einem hohen Fettgehalt, weil sie dann einfach diesen Kuchen so saftig macht. Schau dir jetzt in den Schlagkessel oder füge sie bzw. hinzu. Diesen setzen wir ganz langsam ins Wasserbad ein. Da hilft dir wieder dein Self-Cooking-Center hier. Ja, genau, weil ich jetzt nämlich hier wunderbar eine Wassertemperatur von knapp 75 Grad, sagen wir halt immer so,
Das ist ja optimal, perfekt. Da verbrennt ja die Schokolade ja, ne, ja, und kannst du gleichmäßig verrühren. Entmischt nicht mehr, genau. Und jetzt ist in dem Augenblick, fängt sie auch schon an zu schmelzen. Das Rezept ist von dir oder habt ihr das, sag ich mal, jetzt so in der Firma vorgegeben? Dass ihr sagt, ihr habt da so einen Standard. Ihr habt das Rezept habe ich mitgebracht. Wir haben das aber standardautomatisiert im Endeffekt für unsere Köche, dass das jeder Nachdruck machen kann. Deswegen auch die Rezepte, dass auch jeder Koch das 1A nachproduzieren kann. Das Einhalten der Rezeptur ist im Grunde ganz wichtig, dass man tatsächlich den Geschmack so hinbringt. Zucker, Textur. Die Textur und die Konsistenz. Und das ist natürlich wichtig, dass es da wirklich relativ aufs Gramm genau zugeht. Beim Dessert Kernfusion, dem warmen Schokokuchen, floppt sonst womöglich die Schokokernschmelze. Wichtig ist eben halt, dass wir genau abwiegen und hinzufügen, damit wir das dann auch noch 6 Minuten im Ofen backen können und dann genau den flüssigen Kern erreichen, wie wir ihn uns heute haben wollen. So. Das lassen wir jetzt noch ein bisschen im Wasserbad, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Das Mehl hast du schon abgewogen hier? Das ist wahrscheinlich schon. Da hast du hier nach deinem Rezept 80 Gramm Mehl und dann kriegst du jetzt von mir hier 300 Milliliter Vollei. Da gebe ich mir wieder größte Mühe hier an. Vollei ist pasteurisiertes, also haltbar gemachtes Eiweiß und Eigelb. Du nimmst bewusst ganz das pasteurisierte Ei? Genau, das nehme ich aus hygienischen Gründen einfach, weil wir eine Größenmenge an Gästen arbeiten, dass wir sagen, wir wollen. Ja. Mit Hygiene halt auch. Hier in dem Fall auf diese pasteurisierten Eier zurückzugreifen, ist genau richtig. Der Pâtissier ist ja fast eine aussterbende Gattung eigentlich, ne? Wo man sagt, wenn derjenige mal nicht mehr da ist, ne, dann stellst du fest, was du mal gehabt hast, ja, und nicht mehr das hast. Das kannst du aber auf jeden Posten in der Küche. Also das ist normal. Na, ich glaube, der Pâtissier also ist Menschen da sind immer gesehen, besonders gefährdet gewesen. Ne? Mittlerweile ist er gar nicht mehr da. Der Pâtissier war eigentlich der Erste, der nicht mehr ersetzt worden ist. Da hieß es dann immer so schön, ach, das Mousse-Schokolade, das kann der Koch mitmachen, das funktioniert er auch, das klappt schon. Und einen guten Pâtissier heutzutage zu finden, ist fast unmöglich, behaupte ich mal. Ich stell den jetzt mal kurz beiseite. Dann habe ich hier nämlich heute schon einen Teig vorbereitet. Ja. Der kommt bei uns in den Spritzbeutel und den du mir jetzt in die Töpfen halt abspritzt. Dazu, wie gesagt, nehmen wir einen Topf. Das sind die sogenannten Pâtisserie-Ringe, das sind 10 cm Durchmesser. Ja. So, platzieren wir in die Mitte, die Waage auf 0 stellen. Und jetzt tun wir 130 Gramm von der Masse in den Topf abspritzen. Wenn der Rico mir jetzt sagt, es werden genau 130 Gramm da reingespritzt, dann kann man auch, glaube ich, sehr gut damit kalkulieren. Und das ist vorbildlich, sage ich doch mal. So, jetzt geht's ab in die Sonne. Ja, genau, bei 220 Grad, 6 Minuten. Vorsicht kalt. Tür zu. Stellen uns den Wecker, 6 Minuten und schon läuft es. Dass er den Ring in den Topf getan hat, dann die Masse rein und in den Ofen geschickt hat und es dann aufs Band stellt, perfekt. Da hat er das Gute mit dem Nützlichen verbunden und super. Ein Produkt, was super passt dafür. Ich würde dir nahelegen, jetzt in diesem Augenblick loszurennen, damit deine Du meinst, Vision damit ich vor deinem Kuchen unten bin? Genau. Rico, ich danke dir. Jo. Heiße Kaffeefahrt nennt man das wohl, wenn die Nachspeisen über diese Achterbahn düsen. Kommt denn da was Gutes von oben? Aus 13 Desserts hat sich Anita das Wild Berry ausgesucht. Erlebt Andi jetzt eine heiße und erleuchtende Kernfusion? Bernd will geschmacklich mit dem Triebwerkschaden in Fahrt kommen. Und Miguel, wie schmeckt dem König der Tapas Lord Inges Tonkabohnenparfait? Ja, das sind Fantasienamen und das ist in diesem großen Spielplatz mit Sicherheit auch Konzept. Bernds Triebwerkschaden entpuppt sich als Creme Brûlée. Schmeckt die denn? Die Creme Brûlée, muss man ganz einfach sagen, sensationell. Wir haben eine wunderbare, krosse, karamellisierte Schicht drauf. Wunderbar leichtes Vanillearoma, schöne Konsistenz, nicht abgesetzt, gar nichts. Das Ganze ein bisschen aufgehübscht mit einer Physalis, ein paar Erdbeeren und ein paar kleinen Heidelbeerchen. Leichte Säure im Prinzip von dem Obst, die das so ein bisschen noch aufwertet. Die Vanille, die schmeckt wunderbar, aber Vanille kann ich natürlich auf unterschiedlichen Weg da reinbringen. Natürlich. Ich muss bei einer guten Creme Brûlée diese kleinen schwarzen Pünktchen sehen. Unsere Creme Brûlée wird mit einer kompletten Vanilleschote, mit der Smoke wird von Hand ausgekratzt, in der Sahne hinzugefügt, dann mit der Sahne zusammen aufgekocht. Und die aufgekochte Sahne seiern wir durch ein feines Sieb nochmal ab, damit die Pünktchen eigentlich wieder draußen sind, damit die Gäste nicht denken, dass es verbrannt, dass es irgendwelche Rückstände oder irgendwas in der Art. Ich würde diese kleinen schwarzen Pünktchen eben nicht raussieben, sondern ich würde die da drin lassen, um dem Gast gar nicht diese Angriffsfläche zu geben, zu vermuten, es wäre keine echte Vanille drin. Außerirdisch oder unterirdisch, Anita,
Wie schmeckt der Inhalt deiner fliegenden Untertasse? Also ich habe ein cremiges Erdbeereis auf Waldbeeren-Ragout. Wenn es um Dekoration geht, also frische Obst, Erdbeer, Physalis habe ich auch, ja. Was mir gefehlt hat, ist ein bisschen Vanillesauce. Das war entweder ein bisschen zu wenig oder auf dem Eis einfach, weil der kalt war, ist das einfach, das war. Ist untergegangen, das. Ja. Ja, ich habe schon so ein kleines Schleckermäulchen, die Anita. Aber ich glaube, sie wird jetzt keinen Punkt dafür abziehen. Meine Erwartung vor Dessert ist schon erfüllt. Ist geschmacklich sehr gut. Also ich bin zufrieden, werde ich wieder bestellen. Bei einer Kernfusion wird jede Menge Energie freigesetzt. Positive oder negative, Andi? Also ich habe die Kernfusion. Es ist ein Schokoladentörtchen mit flüssigem Kern. Von der Textur her alles einwandfrei. Und dann hast du dieses leicht knusprige oben von der Decke drauf. Und gleichzeitig tropft es wie Lava vom Löffel runter. Und du schmeckst, dass hier hochwertige Schokolade verwendet worden ist. Also ich schmecke hier, ich traue mir sogar zu sagen, dass hier Kalebaut verwendet worden ist. Das ist eine belgische Schokolade und das ist jetzt so wie die Frage nach dem besten Wein. Also da hat jeder ja ein bisschen einen anderen Geschmack. Ich war ja vorhin in der Küche, Andi, es ist keine Kalebaut-Schokolade, es ist eine normale, zartbittere Kuvertüre. Und das ist, glaube ich, gar nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Das spricht eigentlich noch mehr für die Handwerklichkeit. Ja. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt hier die Haare so spalten da mit dieser Schokolade. Das Ergebnis ist doch toll und scheint doch allen irgendwie zu schmecken beim Dessert. Sicherlich ein gut gemachter Schokokuchen, wenn man ihm zugeschaut hat. Er ist ja regelrecht ausgeflippt, abgegangen, kann man sagen. Also das ist ein Aroma von der Schokolade, so intensiv. Ja, das ist echt Wahnsinn. Miguel, deine Beilagen kamen schon zur Vorspeise. Statt Roast Beef kam Ribeye. Ist denn dein Dessert vollkommen? Wir haben ja ein Tonga-Bohnen-Parfait mit Johannisbeermousse, Schokoladenbrownie, frischen Erdbeeren. Das Ganze garniert mit frischen Johannisbeeren und frischen Minzblättchen und der Physalis. Bei dem Tonka-Bohnen-Parfait ist uns ein Fehler unterlaufen. Statt dem Minzpesto war Kirschragout drin. Wir haben das vergessen, im System zu ändern. Ja, das ist so. Wir sind alles Menschen. Ich sag nur, für meinen Teil finde ich das ganz sympathisch, dass denen auch mal, den Perfektionisten, hier so ein paar Fehlerchen passieren. Ich bin gespannt, was die Kollegen jetzt sagen und wie viele Punkte sie vielleicht abziehen. Also schlimm wäre gewesen, wenn es ja nicht dabei gewesen wäre. Aber da es ja als Minzblatt dran war, ist das Geschmackserlebnis im Bereich des Tolerierbaren. Im Bereich des Tolerierbaren, ja. Ja gut. Das Parfait ist so, wie man es sich jetzt vorstellt, wenn es ein bisschen am Tisch stand hat, ne? So 5-6 Minuten, so langsam fängt es an, in die halbfeste Konsistenz überzugehen. Schmeckt wie eine Mischung aus Sahnebonbon und Kaffeebohne. Mit dem leichten Karamellton. Wenn man jetzt das Parfait mit dem Johannisbeermousse kombiniert, dann wird es richtig spannend. So ein kleiner Knaller. Die Desserts sind echt ein Klopfer gewesen. Andi hat sich gerade noch auf dem Stuhl halten können. Anita hat ein Tröpfchen Soße vermisst, okay. Aber wenn man jetzt dem Miguel zuhört, wie er darüber philosophiert, würde ich sagen, besser kannst du es eigentlich nicht machen. Jetzt muss Christian nur noch preislich punkten. Ich hoffe, das Dessert war auch noch gut. Super. Ich hoffe, ihr konntet den Abend ein bisschen genießen. Wie ist eure Rechnung? Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Danke. Ich weiß, mir hat es Spaß gemacht. Waren tolle Gäste. Auf jeden Fall, mir hat es auch riesigen Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es morgen weitergeht. Sind die Preise im Dresdner Achterbahnrestaurant abgehoben oder haben sie noch Bodenhaftung? Und wir haben einen Gesamtbetrag von 240,21 €. Das war schön. Die Zeit war relativ lang. Damit haben wir auch ein Bier getrunken. Also als Gesamtergebnis war das schon in Ordnung. Ab und zu, so als gruppendynamischer Event, ist das schon durchaus passend. Habe ich sehr wohl geführt. Es ist ein einmaliges Erlebnis, was ich definitiv wiederholen werde. Also 240 € für dieses Erlebnis, für dieses System, ich glaube, das ist es auf alle Fälle wert. Eure Gesamtwertung bitte für das Weltraumlokal. Bis zu 10 Punkte kannst du vergeben, Andi. Ich gebe dem Christian für sein
Achterbahn-Restaurant Schwerelos. Neun Punkte. Und du, Bernd? Acht Punkte. Anita? Neun Punkte. Der Christian und sein Team bekommen von mir 7 Punkte. Mit 33 Punkten beamt sich das Schwerelos an Tag 2 auf Platz 1. Morgen kontert Andi mit seinem All-Jerk-Empire. Nordöstlich von Dresden in Hoyerswerda setzt der Koch auf jamaikanisches Rauchfleisch. Not smoke weed every day, smoke meat every day. Kommt das karibische Lebensgefühl bei den sächsischen Mitstreitern an? Das hätte man sich einfach verkneifen können.